Hey ho Leute, mit meinem neuen Intro begrüße ich euch zu Elite Dangerous. Ja, Intro neu, Mindbot neu, Prozessor neu, alles neu. Ist das nicht schön? Jetzt hoffe ich nur, dass mit dem neuen Mindbot und dem neuen Prozessor die Spielestabilität ein bisschen besser läuft. Hoffentlich auch die Qualität meiner Let's Plays ein bisschen besser werden, was aber eher nicht an meinem Mainboard liegt oder auch an meinem Prozessor. Das kann nur ich selbst bewerkstelligen. Gucken wir mal, vielleicht schaffe ich es ja. Ich bin guter Dinge. Wobei mir gerade was einfällt, ich wollte ja noch ein bisschen beim Sound ein bisschen rumspielen, weil ein paar Sachen sind dann doch ein bisschen zu leise. Hallo, Sound. Wie Musik, wir wollen den Beat, der war ja komplett runtergedreht, also da hat man im Spiel überhaupt nichts mehr gehört. Wobei man sagen muss, so viel Musik hat das Spiel nicht, also das, was ihr jetzt hört, ist schon die gesamte Musik, was fast, also Musik, ja, die Musik, nee, die Musik, die was fast im gesamten Spiel ist, also nichts, ja. Da hört man's. Na gut. Also, dann gucken wir mal weiter. Erstens, ich will ja da noch die weiteren Raumstationen zeigen, die letzten drei oder vier, was es sind. Und zuvor schaue ich aber noch was. Auftragstafel, vielleicht finde ich ja da ein paar gute Aufträge. Ah, Söldner gesucht, fege Kopfgeldjäger. Nein, nein, nein. Das sollten Auftrag hinter. Nee, den mache ich nicht. Muss ich Händler abschießen. Sowas macht man doch nicht. Sowas tut man nicht. Ansonsten, nee, die Raumstation hat nichts. Die Bornal Station habe ich auch schon anvisiert. Da fliege ich als nächstes hin. Freue ich mich schon zum Anschauen. Nur da wird es halt diesmal nicht so viele faszinierende Sachen geben. Also, das ist wirklich. Hat keinen Innenbereich, sondern das ist so eine kleine. Mal überlegen, wie nennt man diese Station? Industriestation? Ja, ich schätze mal, so eine kleine Industriestation könnte man dazu sagen. Ship released. Engines Mach ich mich engaged. mal auf den Weg. Fahrwerk Landing gear eingefahren. retracted. Nicht vorüber. Das ist sogar ein Spieler. Wenn ich mich nicht täusche, auf Radar sieht man es. Ist auch eine gute Information. Jedes Viereck, Dreieck allgemein, weil Viereck und Dreieck sind große Schiffe, Dreieck sind kleine Schiffe. Was innen hohl ist, das sind Spieler. Alles, was gefüllt ist, sind NPCs. Hätte ich vielleicht schon früher sagen sollen, aber früher hätte ich das auch gemacht. Also, könnt ihr euch merken, wenn ihr auf dem Radar so einen Typen seht, der was ein hohles Viereck und ein hohles Dreieck hat, dann ist es ein anderer Spieler. Dann könnt ihr ihn entweder anchatten, also anschreiben, oder einen Sprachchat mit dem öffnen. Nur höchstwahrscheinlich wird er dann. Ja, entweder hat er keinen Bock zum Antworten und fliegt einfach weiter, oder er versteht eure Sprache nicht, weil. Sprachentrennung gibt es nicht. Das ist alles. Ich glaube, das sind jetzt alle Spiele, die es gibt. Das sind um die. Mal überlegen. Ich glaube, jetzt sind es um die knapp 300.000 Spieler. Bisschen mehr vielleicht schon. Also, es werden mehr und mehr mit der Zeit. Frameshift Die sind Drive halt wirklich aus charging. allen Ländern, was es gibt, überall, also von Four, überall. three, Und da spricht two, nicht jeder one, engage. Deutsch oder auch Englisch. Also das, ja okay, Englisch sollten schon die meisten können, aber die meisten wollen es wahrscheinlich dann nicht sprechen oder schreiben. Später wird sich das dann hoffentlich ein bisschen übersichtlicher gestalten, wenn dann das allererste, wie nennt man den Patch, also der erste Public Patch kommt, sage ich mal dazu. Also da, wo man dann wirklich sich mit anderen Spielern treffen kann auf der Raumstation und unterhalten kann, um ein bisschen besseres Spielgefühl reinzubringen. Da wird sich das dann hoffentlich rauskristallisieren, wer welche Sprache spricht und auch Gruppenbildung fördern. Bis dahin wird man noch halt, ja, mehr oder weniger bei den Solo Plays bleiben, bis man dann wirklich die mehreren Möglichkeiten hat. Mit mir vier Spieler in der Nähe von der Raumstation. Das auch, ich glaube, die Spieler wurden schon mehr im Soul-System. Jetzt kommen die schon mal. Ich schätze mal, jetzt bilden sich schon langsam die Fraktionen, dass auch die Spieler zu den einzelnen Heimatraumstationen, also die, zu den einzelnen Heimatstationen, sage ich schon wieder Stationen. Zu den einzelnen Heimatsystemen der drei Allianzen fliegen, also Federation, Empire und Allianz.
Da wird sich das dann hoffentlich ein bisschen stabilisieren oder auch das mit den Gruppenbilden ein bisschen vereinfacht werden. Da jetzt nicht einfach jeder irgendwo im Universum ist, sondern wirklich da, wo ein bisschen was abgeht. Wobei es wahrscheinlich immer noch die Leute sein geben wird, die was komplett abgeschieden sein wollen und irgendwo nirgendwo im Universum rumcruisen und gucken wollen, wie weit sie kommen und was es alles zu sehen gibt. Wird für mich eher nicht so der Fall sein, denn ja, 400 Billionen Sterne, schön und gut, aber was macht man da? Weil erstens, in fast jedem Stern ist dann eh dasselbe zu sehen, die paar Unterschiede. Es gibt zwar, ja, ich schätze mal, dass es dann so um die 100 verschiedene Varianten gibt von Sternsystem. Oder ja, sogar ein bisschen mehr, also na gut, das vom Zufallsfaktor her, wie sich ein Sternsystem anordnen kann, gibt es mit Sicherheit ein paar tausend verschiedene Kombinationen, also wo es seine Denken gibt. Aber wirklich auszahlen würde sich das jetzt nicht. Also man kann zwar den großen Explorer spielen, aber es bringt ja kein Geld oder irgendwie Experience. Also man kann sich da kein großes Schiff spielen oder irgendwie groß PvP oder PvE machen. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ich will dann doch ein bisschen was erleben. Aber jetzt gucken wir mal die neue Raumstation an. Gleich mal hinfliegen. 8 Kilometer entfernt. Diesen Raumstationstyp kennt ihr wieder. Docking request granted. Ein industrieller Außenposten ist das, genau, da werden ja Außenposten genannt. Gucken wir mal, was es da alles gibt. Ja, langsames Annähern. Fahrwerk ausgefahren. Abbremsen. Immer schön aufpassen. Also nicht fällen. Nichts. Oder vielleicht auch fällen. Na gut. Na gut, jetzt habe ich es genauso gemacht wie die eine Rakete, die letzten vor ein paar Tagen, die was auf der Plattform hätte landen sollen. Und dann ein bisschen das Ziel verfehlt hat. Also so mit Abweichungen und Explosionen und kabumm und zerstört. Habt ihr mir sicher deine Nachrichten gesehen? Wenn nicht, könnt ihr es ja mal googeln. Ich werde jetzt darauf nicht eher eingehen, weil ich habe mich jetzt auch nicht genügend darüber informiert, dass ich jetzt euch darüber erzählen könnte. Aber mal gucken. Hey, haben sogar einen Ausstatter. Wundert mich. Wollt ja noch wegen Waffen schauen, weil die die Laser, was ich jetzt habe, die ich bin kein Fan davon. Also Strahlenlaser können zwar gut Damage machen, aber die Selbstsuchenden, die treffen dafür einfach zu wenig. Da hole ich mir lieber Impulslaser. Die sind dafür viel besser geeignet. Ansonsten Strahlenlaser, Mehrfachgeschütz, Abbaulaser, Kanone. Da gibt es ein paar gute Sachen. Splitterkanone, Strahlenlaser. Ah. Könnte ich auch so machen, dass ich da oben dann schon wieder Strahlenlaser. Das will ich doch gar nicht. Ha. Huh. Splitterkanone, aber dafür gibt's was mit ganz schön Wumms. Also ein Mehrschusswaffe auf einer katanischen aufgehängten Gestell mit unterstützender Signalfolge. Energiebedarf. Gimbalet, genau. Gimbalet heißt das ja. Der Weapon Mode. Ziemlich eigenartig. Schade. Wow, der Schaden ist extrem. Das weiß ich mir eindeutig. Guck ich mir mal an. Das wird wieder teuer. Das wird teuer. What the fuck ist das? Na gut, das wird wahrscheinlich Splitterkanone und deswegen auch E. Das ist halt. Da wäre mir Mehrfachgeschütz fast lieber. Ich guck mal schnell, wie viel die Munition kostet. Munition. Nur 33 Schuss. Also da muss man wirklich mit jedem Schuss treffen. Macht aber richtig Damage. Also für große Schiffe zahlt sich's aus, aber für kleine Schiffe ist es eher nicht empfehlenswert. Da gucke ich mal, da werde ich sie nochmal austauschen.
Kanone, Kanone, Raketen, Splitterkanone. Oh Gott, das sind alles nur Kanonen. Da werde ich wieder das einfach nee, Kanone damit. Brauche ich wieder das Mehrfachgeschütz an. Ja, sicher bestätigen. Habe ich wieder mein Geld. Egal. Nee, also mit Kanonen, das kann man echt machen, wenn man mehr Waffenplätze hat oder wenn man sich wirklich auf große Schiffe spezialisiert. Nur für mich ist das jetzt eher nicht so der Fall. Tötungsscanner, kann ich das? Doppelwerfer, Kühlkörper, elektronische Gegenmaßnahme, Frameshift, Tötungsscan, auch nicht das, was ich suche. Nee, das wollte ich nicht. Was haben die denn da? Krallen, Frachtgestell, Landekomputer, Ladelukenöffner, Nee, auch nichts. Na gut. Was verkauft er eigentlich so auf dem Warenmarkt? Die verkaufen Supralight und so Zeug. Hätte ich mir mal kaufen und gucken, ob ich die irgendwo weiterbringe. Die werden normalerweise immer gekauft. Die paar tausend, wenn ich jetzt keinen Gewinn machen würde, dann ja, also na gut, es würde mir schon ein bisschen wehtun, aber normalerweise es gibt ein paar Raumstationen, die wir das immer brauchen. Irgendwo werde ich sie mit Sicherheit also weiter kriegen. So, fliegen wir mal weiter. Die Brush Station hatte nichts. Daedalus, da war ich schon mal. Mars High wollte ich jetzt weiter. Hört sich irgendwie an wie aus einem Film, wo es irgendwie mit den Superhelden war. Superhelden geht's. Ich weiß jetzt nicht mehr, ja, egal, genau. Sky High hieß er, glaube ich. Oder nee, Sky High ist die Schule. Also ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber es gab die Schule in dem Film, die hieß Sky High. Und hat schon seine Ähnlichkeit. Ja, nee, da will ich nicht beschleunigen. Kackausrichtung. Landing Gear retracted. So, dann. Oh Gott, nochmal Planet voll im Weg. Fliege ich mal so vorbei. Wohl Planet. Das ist doch kein Planet. Was ist denn das? Ist das ein Mond? Venus. Nicht jetzt? Könnte sein. Egal, das überlasse ich jetzt mal euch zum herausfinden, was das ist. Frameshift Drive Charging. Jetzt fliege ich erstmal in den Super Cruise. 4, 3, 2, 1, engage. Engage. Venus, eindeutig. Ah ja, genau. Da war ja was. Sah ja irgendwie der Richtung aus. Ich hätte jetzt mir gedacht, dass die Venus ein bisschen anders aussieht. Obwohl. Na gut, ja, okay, so, so nahe, weil zumindest Venus der zweite Planet in unserem Sonnensystem. Zuerst kommt Merkur, Venus, Erde. Ja, keine. Ja, wird schon so aussehen. Eine kleine Information über die Venus. Von der Umlaufbahn, was es um die Sonne hat, sollte der Planet eigentlich nur um 2 Grad heißer sein als unsere Erde. Jedoch durch die ultra verdichtete Atmosphäre beträgt die Oberflächentemperatur der Venus über 300 Grad Celsius, wo natürlich die ersten Metalle schon schmelzen. Das einfach nur, weil die Atmosphäre ist der effektivste Wärmeleiter und die ist, glaube ich, 10-mal so dicht oder ich glaube sogar dichter als auf der Erde und dadurch wird die Hitze von der Sonne so effektiv absorbiert, dass die Oberflächentemperatur exponentiell gestiegen ist und damit jetzt gut 300 Grad heißer ist als auf der Erde. Deshalb ist auch die Venus ein sehr lebensfeindlicher Planet, auf dem man leider nicht überleben könnte, obwohl es eigentlich noch im grünen, also im blauen Bereich des Sonnensystems liegen würde, weil
Das Sonnensystem wird in Bereichen gegliedert, nicht im blauen Bereich, glaube ich, im grünen Bereich. Also es gibt den roten Bereich, den grünen Bereich und den blauen Bereich. Grüner Bereich ist perfekte Lebensbedingungen und blauer Bereich ist lebensfähig, aber mit sehr kalten Temperaturen. Venus würde zwar noch im grünen Bereich liegen, aber wegen der Atmosphäre hat es halt das Planet versaut. Ist ein interessantes Detail, was man wissen kann, nicht wissen muss, aber jetzt wisst ihr es. Und wenn ihr mal einen Tipp haben wollt, wie ihr euch die Planeten im Sonnensystem merken könnt, da gibt es eine gute Eselsbrücke. Mein Vater erklärt mir jedes Wochenende unser Sonnensystem. Nee, nicht Wochenende, jeden Sonntag unser Sonnensystem. So, Merkur, Venus, Erde, Mars und so weiter und so fort. Irgendwie so war die Eselsbrücke. Könnte auch sein, dass ich mich gerade ein bisschen vertan habe mit der Eselsbrücke, aber ich will jetzt nicht unbedingt überlegen darüber. Na gut, mal weiter zum Mars High. Hoffentlich bekomme ich dann auch die Supraleiter weiter. Will ihr mir die Teile nicht gekauft haben, nur damit ich dann unglaublich viel Geld verliere? Supraleiter, da wird wahrscheinlich dann Iridium darin verbaut sein. Oder auch Kobalt, glaube ich, war auch ein Supraleiter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ach komm schon. Ah, ist so eine Raumstation. Gefällt mir immer wieder, ist auch immer wieder ein bisschen variabel. Meistens haben sie nur den großen Ring, hin und wieder haben sie auch noch einen kleinen Zwischenring. Auch wenn ich es schade finde, dass es, glaube ich, nur 4 verschiedene Grundraumstationen gibt, also Grunddesigns und dann halt noch mit ein paar kleinen Abänderungen, da hätten sie ein bisschen mehr machen können. Haben sie leider nicht, vielleicht kommt ja noch was, also das Spiel ist ja noch lange in der Entwicklung, ist noch lange nicht, also noch lange nicht fertig. Da könnt ihr immer mal wieder was nachbessern und neue Sachen einfügen. Mal gucken, was ich so alles mache in der Zukunft. Scan detected. Landing gear deployed. Ja, gut. Oh, verdammt, voll angeflogen. Ja. Oh Gott. Rückwärtsgang. Was zur. Ha! Verdammt. Hey, aber kein Schaden gefressen, das muss man zugeben. Oh Gott. Fasziniert. Also ich hatte gedacht, das wird mich jetzt umbringen. Hey, sogar so eine Luxusraumstation, da könnte ich sogar gut Geld machen. Voll dagegen geflogen, nein. Ah, verdammt, jetzt ist die Anzeige verschwunden. Das meinte ich mal, also darüber habe ich mal geredet mit dem kleinen Bug, dass dann die Anzeigen da verschwinden. Da muss man sich dann halbwegs gucken, wo jetzt die Anzeige war. Ich habe es mir zum Glück gemerkt. Wenn man Pech hat, sieht man es erst, wenn die Anzeigen schon wieder weg sind, dann findet man seine Landebuch nicht mehr. Engines disengaged. Kann sehr blöde ausgehen, also wenn man da mitten in der Raumstation ist und man seine Landebuch suchen muss. So, erstmal Warenmarkt, vielleicht kann ich auch die, vielleicht kann ich die gleich weiter, also weiterbringen. Müsste die nicht da irgendwo sein? Supraleiter. Okay, Nachfrage überhaupt keine, auf Lager auch nichts. Da, ich glaube, da mache ich Verlust. Ja, da steht schon Verlust. Nee, das vergesse ich lieber. Aufstatter. Also, da werde ich schon mal nicht glücklich im Mars High. Da komme ich nicht weiter damit. Ja, mal gucken. Vielleicht haben die auch die Waffen, die ich suche. Und auch den verdammten die Schildladezellen, was ich bis heute nicht gefunden habe. So, Strahlenlaser mal gucken. Salbenlaser, da haben wir sie, aber nicht die. Okay, Pulslaser, das werden die sein. Da werde ich gleich dann das einbauen. Der Schaden geht ein bisschen runter. Der Schaden ist dann auf 3. Schaden pro Sekunde auch auf 3. Ein einzelner Impulsstrahl
Nee. Mal gucken, Masse, verdammt, ist die Masse hoch? Energiebedarf, thermisch. Nee, das ist auch ein Dauerstrahllaser, ein einzelner Impulslaser. Okay, Dauerstrahlimpuls. Ein Mehrfachimpuls. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, egal, ich baue es einfach mal ein und guck mal, wie es weitergeht. Ja, tauschen wir mal aus. Der Schaden nimmt zwar ein bisschen ab, aber das. Obwohl, genau, Impulslaser. Das sind ja eh die, was ich ganz am Anfang drauf hatte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Die hatte ich ja von Anfang an. Da war ja irgendwas damit. Jetzt sind wieder die Original-Laser drauf, die ich hatte. Ansonsten gab es da, glaube ich, nichts anderes. Also, nee, das Mehrfachgeschütz habe ich ja schon. Na gut, das war's schon mal. Frameshift, Punktverteidigung, Kühlkörper. Wow. Hä? Verstehe ich nicht. Hä? Soll ich das verstehen oder? Ja, egal. Wird schon irgendeinen Grund haben, warum das bei den anderen so eigenartig angezeigt wird. Eine Auftragstafel. Könnte ich auch mal schauen. Ah. Nee, das lasse ich mal. So, mal weiter geht's. Titan City wollte ich ja dann als nächstes noch. Und danach ist eigentlich schon, ist eigentlich schon die letzte Raumstation aus der Titan City, ist unser letzter Halt. Danach geht's zu den Saturnring. Um zu gucken, ob da irgendwo Piraten rumgammeln und ob man die ein bisschen abschießen kann. Mal gucken, Energieverteilung, passt alles. Ach, die Raumstation liebe ich. Da sollte man sich irgendwann mal auf einer Raumstation einen kleinen Markt oder so kaufen können. Oder irgendein kleines Haus für irgendein Housing, was ich eher unwahrscheinlich finde, dass sie das da in das Spiel reinbringen. Wird eher Star Citizen haben, aber sollte es mal bei Star Citizen auch solche Raumstationen geben, dann werde ich mal eindeutig auf so einer Station ein Haus besorgen. Wobei die Raumstationen bei Star Citizen wahrscheinlich ein bisschen anders designt werden. Von daher kommen andere Pläne und Vorstellungen. Weswegen man ja auch gut beide Spiele besitzen kann, sind zwar dasselbe Genre, aber durch die verschiedenen Schwerpunkte unterschiedlich genug, dass sich auch beide Spiele auszahlen. So, gehen wir mal raus. Ein bisschen drüber rein. Das macht mich fröhlich. Ich kann weder reimen noch singen, ich lasse es mal lieber. Ja, und die langweiligen Folgen gehen weiter. Die letzten zwei Folgen, jetzt die dritte Folge, da ist jetzt wirklich nicht wirklich was los, weil ja, das Rumfliegen, die Stationen anziehen, es dauert einfach wirklich sehr lange, bis man von einer Station zur nächsten kommt. Ist aber auch sehr logisch, aber hören Weltall und so. Wobei man sagen muss, dass man eigentlich nur sehr schnell rumkommt, also. Dafür, dass es eine Weltraumsimulation sein sollte, hieß es ja vor Frontier Development, kommt man wirklich sehr schnell rum, also von Raumstation zu Raumstation oder von Sonnensystem zu Sonnensystem kommt man sehr schnell weiter. Bin eh schon gespannt, wie sie das dann in Star Citizen regeln wollen, ob dann da die Flugzeiten ein bisschen länger sind. Immerhin kann man ja dann auch von Anfang an im Schiff rumgehen und Sachen erledigen, naja, in den größeren Schiffen. Vielleicht kann man, vielleicht auch dann das Fliegen ein bisschen länger und man kann da ein bisschen mehr machen.
Und ich entschuldige mich mal für mein Gähnen. Es ist schon spät, ein bisschen spät. Und zu spät auch noch nicht, aber trotzdem, Tag ist schon vorbei. Und die Müdigkeit holt mich auch schon wieder ein. Kampfrang ist immer noch Neuling. Händlerrang wird ein bisschen dauern, bis der mal steigt. Erkundungsrang, da müsste ich mehr rumfliegen und auch mehr Planetenzeug scannen. Da bräuchte ich Scanner und alles Mögliche, aber ja, irgendwann mal später. Also, jetzt will ich erstmal meinen Handelsrang und meinen Kämpferrang hochbringen. Das mit einem Erkundungsrang, das werde ich mal später schauen. Neptun, Pluto. Auf Radar sind eh schon wieder sehr viele Signale angezeigt. Genau, eine kleine Information noch. Es ist ein neuer Patch erschienen für Elite Dangerous. Patch 1.06, wenn ich mich nicht täusche. Ist ein Bugfix, der was undefinierbare Tode in Raumstationen gefixt hat. Also aus irgendeinem Grund sind ein paar Spieler mitten in der Raumstation explodiert. Ohne erfindlichen Grund. Ich wüsste jetzt auch nicht warum, also mir ist das noch nie passiert. Aber anscheinend gab es ein paar Spieler, die was das Problem hatten. Und dieser Bug wurde jetzt anscheinend behoben. Ich finde es zwar irgendwie witzig, dass sie da ohne Grund explodiert sind, aber wenigstens ist der Bug jetzt mal weg. So schnell mal was getrunken. Hintergrund hört, hat man ein bisschen Musik gehört. Wenn man ganz genau hören hört, dann hört man die Musik, also wirklich ganz leise im Hintergrund. Ich hoffe, dass ich sie jetzt drauf habe mit den jetzigen Soundeinstellungen. Dann ist das Video nicht ganz so leer. Ansonsten drehe ich dann in der nächsten Folge einfach den Sound noch ein bisschen lauter. Dann ist hoffentlich die Musik mit auf der Aufnahme. Aber ansonsten, ja, die müssen das mit den Musikfiles, die müssen ein paar mehr reinbringen und das ein bisschen erweitern, dann wäre es ein bisschen interessanter. Oder vielleicht eine kleine Playlist, also so wirklich im Spiel einbauen, dass man sich dann zu seinem Musikordner aus Musik starten kann. Gab es schon in anderen Spielen, wobei, na gut, ich könnte da jetzt keine Musik laufen lassen, weil ich habe nicht die Lizenzen dafür. Und die Musik, die ich auf dem PC habe, ist sowieso ein bisschen speziell. Da sind hauptsächlich Anime-Lieder, also solche Openings und Endings. Ich bin ein sehr großer Anime-Fan. Habe ich, glaube ich, noch nie wirklich angesprochen. Aber kann man ja auch mal erwähnen. Gleichgesandte gibt es ja überall auf der Welt. Gibt auch den Let's Player Ninotaku, der was immer wieder News zu Animes gibt. Kann ich nur empfehlen für jeden, der was sich für Animes interessiert. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht drunter schauen, ich habe mich am Arm gekratzt und währenddessen mit meinem Controller, beim Stick, an meinen Tisch angekommen. Kann auch passieren, wenn der Arm juckt. Und da ist der Titan. Der Titan ist ein Mond, der was um den Saturn rumkreist. Der was auch sehr interessante Eigenschaften hat. Die Oberfläche ist minus 260 Grad kalt. Und es fließt, der hat 10 Flüsse aus flüssigem Stickstoff raus. Was den gesamten Planeten zu 100% tödlich macht für uns Menschen. Es soll sogar Wasservulkane, also Eisvulkane geben, die das Wasser auf dem Planeten ist irgendwie durch eine chemische Mischung so verändert, dass der Gefrierpunkt für einiges weiter unten liegt als das Wasser, als bei dem Wasser, was wir auf der Erde haben, und dadurch wurde es nicht zu einer Eismasse, sondern zu einer Art Lava-ähnlichen Eissubstanz. Finde ich sehr faszinierend, also sehr interessant, wie sich das alles entwickeln kann. Wie oft findet man schon einen Planeten, beziehungsweise einen Mond, da wo flüssiger Stickstoff regnet, Flüsse und Seen daraus bestehen und Vulkane aus Eis, also aus so einer Eismasse sind.
Hat man auch nicht alle Tage. Ich find's sehr cool. Und wer sich interessiert, es gibt eine schöne Doku. Da kann man ja mal ein bisschen googeln oder ein bisschen schauen und sich das angucken. Für die Weltraum-Enthusiasten für euch. Das lande ich erstmal. Und ich glaube, auf dieser Raumstation werde ich auch die Superleiter loswerden. Und dann ist das so eine Raumstation. Sieht man ja auch gleich instant bei der Landeflächen. Mal gucken, ob ich jetzt den Superleiter weiterbekomme. Warenmarkt auftanken tue ich dann, bevor ich losfliege. Sollte. Auf Lager, scheiße, die produzieren's. Ja, da habe ich sowieso Verlust. Dachte ich mir schon irgendwie, dass ich da nicht weit komme. Ja, tanke ich gleich auf. Und Ausstatter. Ich schätze mal, die Superleiter werde ich dann in einem anderen System weiterverkaufen müssen. Ja, aber währenddessen kann ich auch so damit, also mit vollem Laderaum rumfliegen. Also, dass ich jetzt beim, wenn ich dann zum Saturn fliege, gleich abgeschossen werde, das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Wobei ich da erst in der nächsten Folge hinfliegen werde. In dieser Folge gucke ich jetzt noch schnell im Ausstatter nach. Und in der nächsten Folge heißt es dann mal wieder ein bisschen in den Kampf. Da könnt ihr mal wieder ein paar Explosionen sehen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ah, eine Raketenrampe. Ja, auch sehr praktisch. Kann sicher gut Damage machen. So statt einen Geschütz. Oder vielleicht sogar statt beide Geschütze. Ich weiß es nicht. Ob sich's auszahlt. Ja, naja. Das mit den Lasern. Mal gucken. Wird da ange. Schaden pro Schaden, Explosiv, Feuerrate, Panzerungsdurchdringung, so ist es gemeint, F, also es ist Einschlag und Kaboom. Da, okay, das ist halt wieder die Frage. Die Raketenrampen sind dann für kleine Ziele sehr effektiv. Bringt mir dann sowieso mehr, also größere Munitions, also Munitionsclip 6, maximale Munition 6. Oh, ein bisschen wenig. Also ich habe dann je 6 Magazine mit 6 Schuss. Das sind 36 Schuss. Ja, naja, wenn ich jetzt mit einem Schuss, wenn ich dann zwei davon habe, 72, wenn ich dann für einen Feind um die zwei Raketen brauche, okay, könnte ich schon einiges abschießen. Ansonsten Minenwerfer, Torpedocyclen, oh Gott, das ist... Na gut, das ist halt wirklich, wenn man einfach nur ganz große Schiffe schnell down haben will. Also die dissen alles, die sind wirklich auf maximalen Schaden ausgelegt. Egal, ich hole mir mal die Raketenrampe. Ansonsten tausche ich später mal wieder das aus und dann haue ich wieder die normalen Geschütze rein, wenn die Raketen zu wenig Damage machen. Kann aber auch cool werden, also wirklich so mit den Raketen, dass man einfach das mit den Lasern die Schilde runterballert und dann ein paar Raketen reinpfeffert. Macht sicher gut Damage. Gucken wir mal, wie weit ich damit komme. Tötungsscanner. Ja, Gott nochmal, warum finde ich das einfach nicht? Schildgenerator. Schildzellenbank. Ah! Da ist es. Warum? Warum kann ich das nicht ausbauen? Ah! Ich bin so ein Idiot. Ich habe ja den Laderaum voll. Ach Gott, nochmal. So viel dazu. Ha. Aber, na gut, jetzt habe ich es gefunden. Ich weiß, wo ich es herbekomme. Also, sobald ich dann den Laderaum wieder frei habe und ich das Frachtgestell loswerden kann, werde ich die Schildladebarken einbauen. Boah, 12.000!
Na gut, aber wenn man bedenkt, wie viel Geld ich für einen Auftrag bekomme, also für einen Abschuss, kann sich noch ausgehen. Ja, da ist Munition, will ich noch gucken. Eine Rakete 500. Ups. Das überlebe ich. Na gut, dann heißt es in der nächsten Folge wieder ein bisschen Piratenjagd mit der neuen Bewaffnung. Ich hoffe, dass es was wird und auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Elite Dangerous. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.